Moin und recht herzlich willkommen hier zur nächsten Faction United Orakel Konferenz. Was heißt zur nächsten? Zur allerersten. Der 11. Spieltag ist am Start und ab jetzt, ab sofort könnt ihr euch wieder jeden Freitag 15:30 drauf freuen. Jeden Freitag 15:30 gibt es die Orakel Konferenz. Ich hoffe, dass ich über die Weihnachtstage, also über die Weihnachtspause, die Packs United Winter WM veranstalten kann mit der neuen Tops Matchday Serie. Müssen wir noch schauen, ob das dieses Jahr stattfinden kann oder ob wir uns was anderes einfallen lassen werden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, weil wir könnten ja auch was eventuell mit Panini machen. Es kommt drauf an, wie gesagt, ob Tops mit am Start ist, sage ich mal, zur Winter WM, die ja eigentlich schon Tradition hat auf meinem Kanal. Die haben wir jetzt jedes Jahr zu Weihnachten gemacht. Über die Weihnachtstage, über die Wintertage, war immer sehr, sehr geil. Auslosung, die Spiele, wer am Ende dann weiterkommt in der Gruppenphase, wer am Ende sich den Titel sichert. Wir haben diese 9 Partien am Start. Die 9 Partien seht ihr unter mir. Von Bayern bis, also Bayern gegen Augsburg bis hin zu Gladbach gegen Pauli. Meine Tipps im Schnelldurchlauf. Apropos, ihr könnt auch gerne meinen Darts-Kanal Darts Dennis auschecken. Darts Dennis ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da gibt es ab Dezember auch jeden Tag ein Video im Hashtag Dartszember. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Übrigens, Adventskalender-Videos wird es hier auf Packs United auch geben, jeden Tag. Weil da habe ich jetzt auch einen schönen Adventskalender. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen. Ich versuche noch einen zweiten und vielleicht noch einen dritten zu bekommen. Müssen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. Seid gespannt, ab 1.12. geht es auch los mit Adventskalender-Videos. Bayern gegen Augsburg, sage ich 2-0 Bayern. Leverkusen, Heidenheim 3-0. Stuttgart-Bochum 2-1, Dortmund-Freiburg 2-0, Hoffenheim-Leipzig 1-2, Wolfsburg-Union 2-1, Frankfurt-Bremen 2-1, Kiel-Mainz 1-1, Gladbach-Pauli 2-0. Meine Tipps. Und wir gehen rein, 2 Päckchen, ein Pack steht für eine Halbzeit und mal gucken, ja, für wen das hier alles kommt. Was ist das denn? Ist das eine... Das ist, glaube ich, eine besondere Karte. Wie heißt die? Was ist das für eine Karte? Auf jeden Fall ist es Benjamin Cesco mit dem Doppelpack. Und das ist erstmal alles, was zählt, weil das ist das 0-2 für Leipzig. Und ich gucke mal ganz kurz nach. Das ist eine Flex-Tetch-Karte wahrscheinlich, ne? Flex-Tetch-Karte, 1 von 36 Päckchen. Wäre krass. Es gibt 513 Karten. Das wird auch immer mehr bei Matchdecks. 0-2, Leipzig führt, aber eine geile Qualität von der Karte. Dann haben wir Tim Breithaupt, die Augsburger FC Bayern München. Dürki mit dem 0-1 für Union Berlin Wolfsburg. Die Rico Ito mit dem 1-1 für die Liga. Der Rebiger, 2. Liga, Tuta für die Eintracht. 1-0 gegen Werder Bremen. Dann haben wir Sissoko. VfL Bochum führt gegen Stuttgart. Oh Leute, ich hab's vermisst, diese Wagenkonferenz. Hier ist immer so viel Feuer drin. 1-0 für Hoffenheim. Arthur Bulu pariert gegen Dortmund, falls eine Dortmunder Karte kommt. Und Julia Weigel mit dem Doppelpack gegen Pauli. 2-0. 2-0 Gladbach und die letzte Karte ist Dortmund. Zählt doppelt, weil es ist eine Powerkarte und somit zählt diese Dortmunder Karte einfach und nicht doppelt, weil der Keeper von Freiburg noch am Start war. Trotzdem ist es das 1-0 für Borussia Dortmund. Und guckt euch mal an, was hier schon wieder abgegangen ist. Auf jedem Platz, außer in Kiel, bis jetzt Tore. Zweite Halbzeit. Zweite Halbzeit, das glaube ich nicht. Uku, Gava, Stadion, Zauber und das 1-2 für Augsburg. Dann haben wir den Keeper von Pauli. Das ist in Gladbach. Conny Leiter, also München ist der hier. Matchtex-Logo. Krattenmacher. Ansgar Knauf mit dem 2-0. Frankfurt führt. Also doppelt. Dann haben wir hier Preußen, brauchen wir nicht, weil die zweite Liga ist. Maximilian Wittek mit dem 9-2 gegen Stuttgart. Geisteskrank ist es auch in Leverkusen. 0-2 für Heidenheim. Und Onisivo Mainz mit dem Doppelpack. In Kiel noch keine Tore, jetzt doppelt.
Da aber. Rohdiamant im Doppelpack. 2-2 in Gladbach. Und die letzte Karte ist Oma Marmouche. Matchwinner, was für ein schönes Teil. Frankfurt macht da weiter, wo sie in den letzten Wochen aufgehört haben. Nämlich Tore schießen, Tore schießen, Tore schießen. 4-0 Frankfurt. Heftig, Junge. Heftig, 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 heftig. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das in echt ausgeht. Ich freue mich auf die Bundesliga. Ich bin zwar noch um 13 Uhr im Stadion. Ich werde es aber hoffentlich schaffen, 15:30 Uhr zu Hause zu sein. Kurz durchrechnen, 13:45, Viertelstunde Pause, 14 Uhr, Nachspielzeit, 14:05 wieder da, 14:50 Schluss, Nachspielzeit, 14:55 nach Hause fahren, wird knapp, aber ich hoffe, ich schaffe es bis 15:30 zu Hause zu sein, dass ich die schöne Bundesliga-Konferenz mir reinziehen kann, weil da habe ich Bock drauf, auf ein richtig schönes Fußball-Bundesliga-Wochenende. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!